Grüß euch, ich möchte euch recht herzlich begrüßen zu unserem Livestream. Ich bin der Sepp Oscher aus dem Yoga-Zentrum Straußdorf und Karlsdorf. Wir werden heute eine Sequenz machen für die Hüfte, Becken und etwas vorbeugen. Am Schluss, je nachdem, was wir Zeit haben, eventuell den Schulterstand über den Stuhl oder wenn ihr irgendwo einen Schrank oder eine Wand hättet, dann könnte man einmal wieder Viparita Karanima zum Schluss, das ist eine sehr gute Haltung, eben für die Venen, Venenklappen, für das lymphische System in den Beinen, damit es wieder in Gang kommt. Wir beginnen die Sequenz wieder mit 5 Minuten Meditation, machen dann Pranayama-Techniken und dann beginnen wir mit der Asana-Sequenz. Ihr dürft eine aufrecht, bequeme, stabile Haltung einnehmen. Das Brustbein etwas anheben, den Scheitel Richtung Decke. Die Hände auf den Oberschenkeln ablegen, die Augen schließen. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle und Bauch ganz weich. Lass deine Augäpfel zurück sinken in die Augenhöhlen, nimm dadurch deinen Augendruck und bleib mit deinen Gedanken bei dir, deiner Atmung. Beobachte deine Atmung. Atme ruhig, gleichmäßig und tief. Versuche, deine Aufrichtung zu halten.
Ihr dürft die Augen öffnen. Wir gehen zuerst im Shavasana für Pranayama. Die Decke, wenn es diese Größe hat, diese Größe heißt eine Yogadecke dreimal der langen Seite nach gefalten, habe ich diese Größe. Wir legen diese Decke nur zweimal der langen Seite nach zusammen. Bringen dann das Rundkissen mittig auf die Matte, am Ende der Matte. Das Kissen vorher ein bisschen auflockern. Dann die Decke so drauf, dass die runde Kanten der Decke in die Mitte der Matte schaut. Setz dich mittig auf die Matte, Horsepolster. Die Fersen berühren nur noch die Matte. Eine Handbreite vom Polster weg, also nicht zu nah am Polster sitzen. Die Hände an der Seite, die Füße heran, auch hier die Fersen leicht nach außen. Komm auf die Ellenbogen herunter, Becken anheben, ausdrücken, dass du mittig über das Polster zum Liegen kommst, zurücklegen. Die Decke und den Kopf, so dass die runde Kanten der Decke den Nacken noch berührt, die Ellenbogen Richtung Decke, die Beine strecken. Die Beine leicht angespannt, die Oberschenkel leicht nach innen gedreht. Greif mit den Fingern den Hinterkopf, Kopf etwas anheben, schau zu den Zehenspitzen, die Beine parallel zur Matte ausrichten, den Nacken wieder länger im Kopf ablegen. Greif mit den Fingern zum Gesäß, das Gesäß leicht anheben, etwas nach vorne schieben, wieder absenken, sodass der untere Rücken noch mehr entlasten kann. Die Arme, Hände wieder nach oben zum Kopf, die Handflächen ausdrehen, die Finger leicht spreizen, tief einatmen. Im Ausatmen die Arme an der Seite ablegen. Die Ellenbogen berühren noch die Mattenkante. Schiebe deine Schulterblätter einmal links und rechts nach unten innen aufs Polster, sodass der Nacken die Möglichkeit hat, sich noch mehr zu entspannen. Zuerst die Hände, Arme, den Rumpf entspannen, ganz zum Schluss die Beine und Füße nach außen fallen lassen. Shavasana für Pranayama. Die Augen schließen, die Atmung vertiefen, tiefer in deinen Brustkorb ein- und ausatmen. Dieses vertiefte Ein- und Ausatmen ist Ujjayi 1, die Grundatemtechnik im Pranayama. Die Grundatemtechnik kann ich immer machen. Vertieftes, bewusstes Ein- und Ausatmen. Die erste Technik, was wir machen, ist Ujjayi 3, verlängert Einatmen. Das heißt, dass die Einatmung deutlich länger ist als die Ausatmung. Beim Einatmen die Schläge des Metronoms zählen. Und wir versuchen immer gleich lang einzuatmen. Wenn du bereit bist, mit der nächsten Einatmung beginnen, den Brustkorb ausdehnen, die Lunge maximal füllen. Dabei die Schläge des Metronoms zählen. Versuche immer gleich lang einzuatmen. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle und Bauch ganz weit. Beim Einatmen zuerst die Bauchdecke leicht anheben, die unteren Rippen in die Breite ziehen, die seitlichen Rippen hoch Richtung Achsel. Und am Schluss der Einatmung deinen Brustkorb so ausdehnen, dass das Brustbein näher zum Kinn kommt. Beim Ausatmen zuerst die Bauchdecke etwas einsinken lassen und dann ganz gleichmäßig den Brustkorb zusammensinken lassen. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Wir gehen über in Ujjayi 4, gleich lang ein, gleich lang ausatmen. Jeder versucht mal, genauso lang wie er jetzt eingeatmet hat, auch auszuatmen.
Ist der Atemzug für dich so zu lang, dann mach einen Erholungsatemzug tief ein aus und steig verkürzt mit der Einatmung wieder in die Technik ein. Jetzt gleich lang einatmen, gleich lang ausatmen. Wenn du 4 Schläge lang einatmest, auch 4 Schläge lang ausatmen. Jeder sucht sich seine Atemlänge. Bei dieser Technik, wenn du doch spürst, du baust nach mehreren Atemzügen Druck auf, im Kopf oder in der Lunge, dann machst du einen Erholungsatemzug. Kannst tief ein, aus, steigst mit der Einatmung wieder in die Technik ein. Gleich lang einatmen, gleich lang ausatmen. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weich. Immer wenn du spürst, du baust Druck auf, dann machst du einen Erholungsatemzug. Tief ein, aus. Und dann mit der Einatmung wieder in die Technik einsteigen. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weich. Gleich lang einatmen, gleich lang ausatmen. Die nächste Einatmung fertig machen. Frei ausatmen, die Technik so beenden. Dann jeder für sich nochmal tief ein- und ausatmen. Und dann hineinspüren, wie sich die Atmung anfühlt. Hineinspüren, wie ruhig die Atmung jetzt ist. Wir machen jetzt noch Analoma und Pratiloma. Das ist diese Nasenatmung. Wir werden über beide Nasenlöcher einatmen, mit einem Finger ein Nasenloch verschließen und über das andere Nasenloch ausatmen. Versuch hier nicht auf den Nasenflügel zu drücken. Es gibt 2 Möglichkeiten, hier oben ins Nasengrübchen zu drücken. Kann jeder probieren. Und oben am Nasenbein, etwas unterm Nasenbein, dann mittig Richtung Kopfzentrum drücken, als das Nasenloch hier auch verschlossen. So das Nasenloch verschließen. Also erst beide ein, dann rechts aus, beide ein, links aus. Immer im Wechsel. Versuch hier auch gleich lang immer diese Ausatmung, so ruhig, fein und gleichmäßig wie möglich auszuführen. Nochmal jeder für sich tief ein- und ausatmen. Jetzt nochmal maximal einatmen. Rechtes Nasenloch verschließen, links ausatmen. Ganz ruhig und fein ausatmen. Dann wieder beide Nasenlöcher einatmen. Links verschließen, rechts ausatmen. Immer im Wechsel über ein Nasenloch ausatmen. Die Zahnreihen berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle und Bauch ganz weich. Beide Nasenlöcher ein, rechts aus, beide ein, links aus. Ausatmung so fein, ruhig und gleichmäßig wie möglich.
Mach dein Gesicht noch weicher und lass deine Augäpfel noch tiefer in die Augenhöhle zurücksinken. Immer beide Nasenlöcher einatmen, Brustkorb ausdehnen, Lunge maximal füllen. Ein Nasenloch verschließen, ausatmen. Wieder beide ein, andere Nasenloch verschließen, wieder ausatmen. So fein, ruhig und gleichmäßig wie möglich. Jetzt gehen wir dann über in Pratiloma. Mit der einen Nasenloch einatmen. Nach der nächsten Einatmung über beide Nasenlöcher jetzt ausatmen, dann rechts verschließen, links mit einem Nasenloch so ruhig, fein und gleichmäßig wie möglich einatmen. Beide aus, rechts einatmen. Brustkorb ausdehnen, die Lunge spannen. Beide Nasenlöcher ausatmen. Rechts ein, beide aus, links ein. Immer im Wechsel über ein Nasenloch einatmen. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch ganz weit. Immer beide Nasenlöcher ausatmen, rechts ein, beide aus, links ein, im Wechsel über ein Nasenloch einatmen. Dabei den Brustkorb maximal ausdehnen, die Lunge 100% füllen. Beide Nasenlöcher ausatmen, rechts ein, beide aus, links ein. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Nach der nächsten Ausatmung nochmal tief ein- und ausatmen, die Technik so beenden. Und dann hineinspüren, wie sich die Atmung jetzt anfühlt. Hineinspüren, wie ruhig die Atmung jetzt ist. Jetzt die Arme beugen, die Hände auf den Bauch legen, die Füße heranstellen. Die Füße hier etwas breiter aufstellen, die Knie fallen von alleine zusammen. Atme hier einmal tief ein in den Brustkorb, über die Bauchdecke aus und dann den Rest ausatmen. Komm auf deine rechte Seite und dann drück dich über die Seite hoch. Kopf hängen lassen und dann erst aufsetzen und setz dich hier gleich wieder mittig auf die Matte, vor das Polster, diesmal Nasenpolster. Diejenigen, die Hüft-, Knie-, Rückenprobleme haben, die Blöcke griffbereit. Nimm jetzt deinen Gurt für Supta Baddha-Konasana. Den Gurt jetzt um den Rumpf legen. Hinten so weit nach unten, dass der Gurt über deinen Gesäß sich befindet, Füße heran, die Fußflächen aneinander, die Fersen weit heranziehen, das habe ich auch schon mal gezeigt, den Abstand, wenn ich hier einen Block zwischen Damm und Ferse bringe, kann ich hier die Fingerstärke noch zwischen Ferse und Block hineinstellen. Diejenigen, die Knie, Hüfte, Rücken haben, Blöcke gleich unter die Oberschenkel bringen, dann greif nach hinten aufs Polster und komm auf deine Ellenbogen herunter. Jetzt das Wichtigste an der Haltung, Becken anheben. Das obere Gesäß nach vorne, Schambein nach oben ziehen. Becken anheben. Gesäß
nach vorne, Schambein nach oben und er stand zurücklegen. Die Decke wieder unter den Kopf so positionieren, dass die runde Kanten der Decke den Nacken noch berührt. Die Arme senkrecht nach oben strecken. Die Handflächen schauen hier zueinander, die Arme gestreckt. Atme tiefer, ruhig, in den Brustkorb ein. Beim Ausatmen Bauchdecke absinken lassen. Leiste, Becken noch mehr entspannen. Die Arme beugen, die Finger kreuzen, schiebt die Finger hier weit ineinander. Die Daumen berühren sich. Die Handinnenflächen Richtung Decke strecken und dann auch die Arme Richtung Decke strecken. Erst die Arme strecken. Schau, dass deine Daumen zusammenbleiben. Und jetzt beginne an dir zu arbeiten. Dreh hier die Achseln etwas nach innen und zieh deine Schulterblätter nach unten alle und versuch trotzdem deine Arme gestreckt zu lassen. Dann atmest du tiefer, ruhig in den Brustkorb ein. Beim Ausatmen Bauchdecke einsinken lassen. Leiste, das Becken noch mehr entspannen. Parangulyasana in Suptavardhanasana. Also Supta Baddha Konasana ist der gebundene Winkel. Das ist einer der besten Haltungen, damit man eben die Wirbelsäule in die physiologische Schwingung bringt. Die natürliche Schwingung deiner Wirbelsäule. Immer wieder daran arbeiten, dass die Schulterblätter nach unten innen ziehen, die Achseln nach innen drehen. Atme jetzt tief ein. Mit dem Ausatmen die Arme beugen, dreh die Handinnenflächen zu dir. Diese Hand, wo der kleine Finger unten ist, ziehst du heraus und setzt diese höher. Schieb hier deine Finger wieder weit ineinander. Die Daumen berühren sich wieder. Die Handinnenflächen wieder Richtung Decke und die Arme nach oben strecken. Wenn du hier angekommen bist und du siehst deine Daumen, dass sich diese noch berühren, beginne wieder an dir zu arbeiten, indem dass du die Arme maximal streckst, die Schulterblätter nach unten innen, die Achsel leicht nach innen ziehst. Die Handflächen bleiben nach oben geöffnet. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle und Bauch ganz weit. Brustbein Richtung Kinn gezogen. Und auch hier wieder tiefer einatmen, Brustkorb ausdehnen. Beim Ausatmen Bauchdecke einsinken lassen. Leiste, Becken noch mehr entspannen. Und dann im Rest ausatmen. Nochmal tief ein. Im Ausatmen die Arme beugen. Die Handinnenflächen zu dir drehen, die Finger lösen, die Arme nach oben strecken. Einatmen. Mit dem Ausatmen die Arme über den Kopf ziehen. Auch hier schauen noch die Handflächen zueinander. Die Arme sind noch gestreckt. Greif jetzt mit deiner rechten Hand den linken Ellenbogen. Mit deiner linken Hand den rechten Ellenbogen. Die Finger halten die Ellenbogen. Die Arme entspannen. Auch hier wieder tiefer einatmen in den Brustkorb. Beim Ausatmen Bauchdecke einsinken lassen. Leiste, Becken noch mehr entspannen. Also das ist die Grundhaltung nochmal Supta Baddha Konasana. Gibt es natürlich 15 Varianten. Man kann diese Haltung auch anders ausführen. Unterstützter, weniger unterstützter. Oder mit gar keinen Hilfsmitteln. Da ist aber das Original Supta Baddha Konasana schon sehr schwer, wenn man das ausführen möchte. Tief einatmen, mit dem Ausatmen den linken, den rechten Arm strecken. Auch hier die Achseln nach innen, die Arme gestreckt. Greif jetzt mit deiner linken Hand den rechten Ellenbogen. Mit deiner rechten, den linken. Die Finger halten die Ellenbogen, die Arme selbst sind entspannt. Diejenigen, die hier die Blöcke unter den Oberschenkeln haben,
sollten versuchen, den Block mit der Zeit etwas nach außen zu bringen, so dass man von der Leiste her entspannen kann, aber auch spürt, dass ich keinen Druck irgendwie auf der Hüfte oder auf Knie habe oder am Rücken, wenn ich da Probleme habe. Die anderen versuchen hier wirklich, dass mit der Zeit hier die Schenkel da aufliegen und dann habe ich hier wirklich vorne die Hüfte gut geöffnet. Auch hier wieder tiefer, ruhig, in den Brustkorb einatmen. Beim Ausatmen Bauchdecke einliegen lassen, Leiste, Becken noch mehr anspannen. Einatmen. Beim Ausatmen den linken Arm hinstecken. Handflächen schauen wieder zueinander. Einatmen. Beim Ausatmen die Arme nach vorne ziehen, seitlich ablegen. Schiebe auch hier etwas die Schulterblätter wieder nach unten, innen aufs Polster. Wir bleiben hier noch 2 Atemzüge in dieser Haltung liegen. Spür, wie sich jetzt deine Arme, Hände anfühlen und wie sie sich angefühlt haben, die Arme über den Kopf haben. Jetzt einatmen, mit dem Ausatmen hochkommen, aufsetzen, Gurt lösen, den Gurt herunter, brauchen wir dann auch noch. Die Beine strecken, die Oberschenkel nach innen gedreht, die großen Ballen berühren sich, die Hände an der Seite abstellen, atme ein, heb das Brustbein etwas an. Mit dem Ausatmen die Beine maximal anspannen, Schulterblätter nach oben innen ziehen. Die Spannung lösen. Dann nimmt die beiden Blöcke, bringt die Blöcke hinten am Rücken so zusammen. Und setz dich dann hier drauf. Diejenigen, die eben Probleme mit den Knien haben, Polster, Decke in der Nähe zum Unterlegen. Wir machen Adho Mukha Svastikasana, linkes Knie anheben. Den rechten Knöchel unter die linke Kniekehle, linken Fuß vom rechten. Wenn ich hier jetzt Probleme habe mit einem Knie, dann lege ich hier was unter, damit das Knie unterstützt ist. Ansonsten probieren, den Oberschenkel, wo ich Probleme habe, auszudrehen, dass dieser hier mehr, das Knie mehr geöffnet wird. Das vordere Schienbein ist parallel zu deiner Hüfte und die Füße sind so weit ineinander geschoben, dass die Füße mit dem Knie außen abschließen. Bring jetzt deine Hände nach vorne, die Handflächen in den Boden, die Achseln nach innen drehen, Brustbein nach vorne ziehen. Rücken gerade. Atme jetzt ein, heb das Brustbein noch mehr an. Mit dem Ausatmen komm ein Stück nach vorne. Dann nochmal einatmen. Mit dem Ausatmen jetzt erst den Kopf mit nach unten bringen. Adho Mukha Svastikasana. Jetzt beginne mit dem Ausatmen den Rumpf noch tiefer auf deinen Oberschenkeln absinken zu lassen. Hier wird das hintere Becken geöffnet. Ziehe deine Fersen nicht Richtung Leiste nach hinten, sondern schau dein vorderes Schienbein an, das linke, ob dieses parallel zum Becken steht. Dann geh wieder zu deiner Atmung. Atme ein, zieh das Brustbein nach vorne, schaffe Raum. Im Ausatmen den Rumpf noch tiefer absinken lassen. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch ganz weich. Adho Mukha Svastikasana. Mit jeder weiteren Ausatmung den Rumpf noch tiefer absinken lassen. Hier spürt man, dass das linke hintere Becken hier mehr geöffnet wird. Und geh wieder zurück zu deiner Atmung, mit der Einatmung länger schaffen, im Ausatmen noch mehr den Rumpf absinken lassen. Lass die Arme gestreckt, dreh die Achseln leicht nach innen. 2 Atemzüge noch. Wir gehen mit gestreckten Armen dann nach oben, genau hinhören. Einatmen, heb den Kopf etwas auf, die Handflächen zueinander drehen, ausatmen.
Jetzt einatmen, hochkommen. Ausatmen, Hände zur Seite, dann die Beine nach vorne strecken. Ich glaube, diejenigen, die mit Knie Probleme haben, die Beine fest anspannen. Fußgelenke auch hier flex. Brustbein anheben. Einatmen, Brustbein noch mehr anheben. Mit dem Ausatmen, Schulterblätter nach unten, Beine anspannen. Dein rechtes Knie etwas anheben. Linken Knöchel unter die rechte Kniekehle, den rechten Fuß von hinten. Auch hier die Füße weit ineinander schieben. Habe ich wieder irgendwo Probleme, was unterlegen? Dann bring deine Hände nach vorne. Schau auch hier, dass das vordere Schienbein parallel hier zu deinem Becken steht. Dann bring die Hände weit nach vorne. Atme ein, heb das Fußbein an, mit dem Ausatmen kommt noch ein Stück nach vorne. Und du merkst hier schon, dass wirklich dein Becken hier hinten rechts jetzt mehr geöffnet wird. Und nochmal einatmen, im Ausatmen jetzt den Kopf auch mit nach unten nehmen. Und versuch hier jetzt mit jeder weiteren Ausatmung deinen Rumpf hier tiefer auf deinen Oberschenkel absinken zu lassen. Adho Mukha Svastik Asana, die glücksbringende Haltung. Die Achseln leicht nach innen drehen, die Arme gestreckt. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weich. Zwei Atemzüge noch. Einatmen, Kopf daneben, im Ausatmen, Handflächen zueinander. Einatmen, hoch. Ausatmen, Hände zur Seite und die Beine nach vorne strecken. Beine fest angespannt, Hände an der Seite. Einatmen, Brustbein anheben. Im Ausatmen, Schulterblätter nach unten innen, Beine noch mehr anspannen. Jetzt von den Blöcken herunterkommen. Man Chana, Shirs, Asana, Kniekopf-Fuß-Haltung heißt diese Haltung. Jetzt zuerst das linke Knie etwas anheben. Bring hier, greif hier innen hinein zur Ferse und zieh hier den Fuß heran und bring deine Fußfläche an die Innenseite Oberschenkel rechts. Kommt hier das linke Knie nicht zum Boden. Dann nimm einen Block und leg diesen hier unter, damit du stabil sitzt. Wenn hier ein Sitzbeinhöcker hochkommt, habe ich keine Stabilität mehr. Wenn du weißt, du kommst hier nicht mit deinen Händen zu deinem Fuß, dann nimm den Gurt, die Arme nach vorne strecken, die Achseln nach innen, die Handflächen schauen zueinander. Einatmen, schau den Händen Richtung Decke nach. Mit dem Ausatmen komm mit geradem Rücken ein Stück nach vorne. Jetzt atme ein, heb die Arme höher. Mit dem Ausatmen Rumpf tiefer. Jetzt greif den Gurt oder deinen Fuß und dreh deinen Bauchnabel etwas zum rechten Oberschenkel. Atme ein, Brustbein nach vorne, mit dem Ausatmen den Rumpf noch mehr absinken lassen. Diejenigen, die den Gurt haben, die Ellenbogen leicht zur Seite, an sich arbeiten, die Kniekehle fest in den Boden. Dann nochmal einatmen, Brustbein nach vorne, mit dem Ausatmen jetzt die Stirn Richtung Schienbein bringen. Maximal, was jeder heute schafft. Und dann arbeite an dir, indem das der Rumpf immer wieder tiefer Richtung Oberschenkel rechts absinkt. Dabei versuche hier deine Kniekehle, deine Achillessehne, alles in den Boden zu drücken. Mach den Fuß an der Hinterseite lang nach vorne, sogar die Ferse etwas nach vorne schieben, damit hier die Oberschenkelrückseite maximal aufliegt. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weich. Zwei Atemzüge noch, wir kommen wieder mit gestreckten Armen nach oben.
Einatmen, Kopf anheben, mit dem Ausatmen die Handflächen zueinander. Einatmen hoch. Ausatmen, Hände zur Seite. Dann das linke Bein nach vorne strecken. Beide Füße wieder zusammenbringen, die Hände an der Seite, Brustbein angehoben. Atme hier tief ein. Mit dem Ausatmen, Schulterblätter nach unten nehmen. Dein rechten Fuß, ja. Greif wieder innen hinein zur Ferse und zieh hier die Ferse heran und bring die Fußfläche hier an die Innenseiten, Oberschenkel, links. Wenn du das Knie nicht zum Boden bringst, leg hier was unter. Bring den Gurt, falls du ihn brauchst, wieder zum linken Fuß. Streck die Arme nach vorne, setz dich aufrecht hin. Atme ein, schau den Händen zur Decke nach. Mit dem Ausatmen, komm mit geradem Rücken ein kleines Stück nach vorne. Jetzt atme ein, heb deine Arme noch höher. Ausatmen, Rumpf tiefer. Jetzt greif den Gurt oder deinen Fuß. Drehe den Bauchnabel etwas zum linken Oberschenkel. Schau, dass die hintere Oberschenkelrückseite wieder lang wird, in den Boden kommt. Dann atme ein. Mit dem Ausatmen den Rumpf noch mehr absinken lassen. Konzentriere dich auf dein linkes Bein, dass dieses gestreckt bleibt. Wieder einatmen, Brustbein nach vorne. Mit dem Ausatmen jetzt die Stirn Richtung Schienbein nach unten bringen. Und dabei nicht das Bein beugen. Auch hier die Achillessehne, Kniekehle, alles fest in den Boden drücken. Die Zähne berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch. Ganz weg. Diejenigen, die hier den Gurt haben und die brauchen den Gurt so lange, wie ich das jetzt zeige, auch hier versuchen, das Bein zu strecken. Nicht, weil ich meine, ich komme noch weiter vor, das Bein beugen, sondern streck das Bein. Ganz wichtig. Arbeite an dir. Zwei Atemzüge noch. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Jetzt einatmen, Kopf anheben, im Ausatmen die Handflächen zueinander. Lass dich von den Armen hochziehen. Einatmen, ausatmen, Hände zur Seite, Knie nach oben, rechtes Bein nach vorne strecken. Anspannen, Hände an der Seite, Brustbein nach oben. Atme hier, tief ein, heb das Brustbein noch etwas an. Mit dem Ausatmen, Schulterblätter nach unten engen ziehen. Wir machen Padangusta Asana. Und zwar erst relaxte halten. Ihr nehmt dazu das Polster. Wenn ich weiß, ich bringe hier meine Stirn nicht praktisch nach unten aufs Polster, dann einen Block zusätzlich nehmen. Wenn ich weiß, ich komme hier nicht zu meinen Füßen, hier versuchen, den Block zwischen die Füße zu bringen und einen Gurt nehmen. Und dann beginnen. Zeig das einmal ohne, die was das locker schaffen. Arme nach vorne. Einatmen, schau den Händen nach. Ausatmen, mit geradem Rücken erstmal nach vorne kommen. Dann nochmal einatmen, Arme höher. Ausatmen, Rumpf tiefer. Dann greif oben auf deine Füßen drauf und versuch hier das Polster so zu stellen, dass du hier deinen Stirn ablegen kannst. Und jetzt arbeite an dir, wie wenn ein Wurm aus der Erde rauskommt und sich lang macht und dann wieder nach unten kommt. Diese Haltung versuchen, dass wirklich da der Rumpf immer mehr absinkt und das Polster schiebe ich so weit weg, damit wirklich nur die Stirn aufliegt und nicht die Nase. Brauche ich hier mehr Höhe, dann Block oder zwei Blöcke oder auch Block stehend verwenden und arbeite hier in deine Beinarbeit. Also die Oberschenkel nach innen, die Kniekehlen in den Boden. Und versuche immer wieder Länge zu schaffen im Einatmen, im Ausatmen, deinen Rumpf
noch mehr Richtung Boden absinken lassen. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch ganz weich. Beinarbeit nicht vergessen, Oberschenkel nach innen drehen, die kleinen Zipfballen nach hinten ziehen. Bleib einige Atemzüge und jeden dritten, vierten Atemzug etwas ruhig tiefer machen und dann mit dem Ausatmen den Rumpf absinken lassen. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Wir kommen jetzt gleich wieder hoch und zwar mit gestreckten Armen. Über. Einatmen, Kopf anheben und ausatmen, die Handflächen zueinander. Einatmen hoch. Ausatmen, Hände zur Seite, den Polster auf die Seite, die Füße zusammenbringen, Brustbein anheben, hier nochmal tief ein, ausatmen. Ich mache jetzt eine Haltung, ich glaube, ich habe die mit euch noch nie gemacht, die war zu mir regelmäßig gekommen. Ihr legt euch jetzt zur linken Seite und versuch dich mittig auf die Matte zu legen, hab den Gurt in der Nähe und stützt dich hier mit deinem Arm so ab und versuch hier eine Linie zu haben. Und wenn du hier die Stabilität hast, also einfach versuchen hier wirklich aufzuliegen seitlich, wenn das funktioniert, dann das rechte Bein heranbringen und dann dein Bein nach oben langsam strecken. Soweit es möglich ist. Die Zähne berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Versuch hier die Balance zu halten. Ja, noch ein bisschen halten, ein bisschen Bein vielleicht noch strecken. So, tief ein, ausatmen, lösen, das Bein nach unten bringen. Ich drehe mich jetzt so um, dass ich wieder eben nach vorne schaue zu euch. Und dazu komme ich langsam hoch und drehe mich nur auf die andere Seite. Das mit dem Mikrofon natürlich schlecht. Mal ein bisschen zur Seite bringen. Leg dich jetzt auf deine rechte Seite. Stütz dich hier ab mit dem Arm. Und schau hier, dass du eine Linie zusammenbringst. Und also wirklich auf der Matte so liegen, damit wirklich hier alles unterstützt ist. Ihr könnt es mit dem Ellenbogen ein bisschen einstellen. So, jetzt den Fuß heran. Und dann langsam das Bein. Jetzt drücke ich mein Mikro zusammen. Das ist schlecht. Muss ich nach hinten bringen. Und dann das Bein nach oben in die Streckung bringen. Beide Beine gestreckt. Wenn ihr in die kleine Kamera schaut, dann seht ihr, dass das eine Linie ist. Versuch hier auch eine Linie zusammenzubringen. Das ist gemütlich. Versuch die Beine zu strecken. Das ist für die Hüftöffnung eine tolle Haltung. Wenn ich hier nicht stabil eben seitlich sitzen kann, kann ich eben auch an eine Wand gehen. Wer natürlich hier das Bein nicht strecken kann, sollte eben den Gurt verwenden. Zwei Atemzüge noch. Jetzt tief ein, ausatmen, lösen und das Bein nach unten bringen. Dann drück dich hier, Beine ein bisschen anziehen, dann wieder seitlich nach oben kommen. Und jetzt brauchst du deine Blöcke vorne links rechts auf die Matte legen und komm in Adho Mukha Virasana. Handflächen hier in den Boden, die Knie etwas breiter, die Großzehen zusammen. Setz dich zurück. Die Arme nach vorne gestreckt, die Stirn ablegen. Atme tief ein, mit dem Ausatmen den unteren Rücken noch mehr absinken müssen. Einatmen, Kopf anheben, im Ausatmen hochkommen, die Zehen aufstellen,
Knie ein wenig zusammen. Einatmen, Becken anheben. Ausatmen, Beine strecken. Adho Mukha Svanasana. Einatmen. Im Ausatmen die Sitzbeinhöcker höher Richtung Decke. Streckt dabei die Beine noch mehr, die Achseln noch mehr nach innen. Einatmen, den Kopf anheben. Mit dem Ausatmen komm auf deine Knie herunter. Bring jetzt deine rechte Hand etwas zur linken und stell deinen rechten Fuß nach vorne, außen, neben die rechte Hand. Nimm jetzt deine Blöcke unter deine Hände. Streck deine Arme. Seht es in der kleinen Kamera auch. Die Achseln hier nach innen gedreht. Jetzt atme tief ein. Mit dem Ausatmen schiebe dein rechtes Knie über deine rechten Zehen. Verändere das nicht mehr. Und jetzt streck nur das linke Bein. Die Achseln nach innen drehen. Und jetzt einatmen. Mit dem Ausatmen dein rechtes Becken etwas absinken lassen und Brustbein noch mehr anheben. Schau nach vorne. Zieh deine Schultern etwas zurück. Das linke Bein versuchen hier ganz zu strecken. Brustbein steil bringen. Das ist wichtig. Wer die Blöcke noch höher bringen möchte, weil er sich leichter tut, der macht es. Ansonsten, je tiefer, umso schwerer wird es. Lass dein linkes Bein noch gestreckt, nicht beugen. Brustbein angehoben. Steil bringen. Für die Hüfte, Leiste, super Haltung, auch für den Rücken. Wenn ich irgendwo an die Bandscheiben Probleme habe, ISG-Gelenkblockaden, etc. So, jetzt tief einatmen. Mit dem Ausatmen erst das rechte Bein etwas strecken. Das linke Knie zum Boden. Das rechte Bein zurück. Rechten Block nach außen, rechte Hand absetzen. Linken Block nach außen, linke Hand absetzen. Die Handflächen im Boden. Zehen aufgestellt. Einatmen, Becken anheben. Ausatmen, Beine strecken. Adho Mukha Svanasana. Arme, Beine gestreckt. Kopf in die Verlängerung. Tief ein. Ausatmen, Sitzbeinhöcker höher Richtung Decke. In ein paar Atemzüge bleiben, streck die Beine fest, die Zähne berühren sich nicht. Einatmen, Kopf anheben, mit dem Ausatmen auf die Knie herunterkommen. Bring jetzt deine linke Hand etwas zur rechten und stell deinen linken Fuß nach vorne. Außen zur linken Hand. Nimm deine Blöcke jetzt unter die Hände, einmal links, einmal rechts. Die Arme gestreckt. Die Achseln nach innen drehen, hier schon. Schiebe jetzt dein linkes Knie nach vorne über deine linken Zehen. Also das Knie nach vorne schieben, dass das Knie links über deinen Zehen ist. Verändere das nicht mehr. Bleib so und streck nur das rechte Bein. Mehr nicht. Dann beginne. Versuch hier die linken Oberschenkel an den linken Oberarm zu drücken. Atme tief ein. Mit dem Ausatmen das linke Becken tiefer absinken lassen. Brustbein anheben, Schulter nach hinten zusammenbringen. Versuch auch hier wieder die Wirbelsäule steil zu bringen. Wenn du hier mehr Höhe brauchst, dann nimm die Blöcke aufrechter und schau, dass hier rechtes Bein gestreckt bleibt, Brustbein steil bringen. Wichtig. Dann wird eben Leiste, Hüfte, Becken noch mehr geöffnet. Je tiefer das eben kommt mit den Händen, umso anstrengender wird diese Haltung. Die Schulterblätter nach unten innen ziehen. Dein rechtes Bein strecken. Halte diese Haltung noch einige Atemzüge. Jetzt tief ein, ausatmen. Zuerst das linke Bein etwas strecken. Rechtes Knie Richtung Boden. Ein linkes Bein zurück.
Block links nach außen, Handfläche in die Matte, rechten Block nach außen, Handfläche in die Matte. Zehen sind aufgestellt. Einatmen, Becken anheben. Ausatmen, Beine strecken. Eine Mukha, Schwermassen. Die Arme, die Beine gestreckt. Der Kopf in die Verlängerung der Wirbelsäule. Atme tief ein. Mit dem Ausatmen die Sitzbeinhöcker höher Richtung Decke. Adho Mukha Svanasana. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch ganz weit. Jetzt einatmen, Kopf anheben, rechtes Bein nach vorne. Eine Beinlänge. Dann versuch hier die Beine zu strecken. Nimm die Blöcke, wenn du sie brauchst. Beine gestreckt, Becken ausgerichtet. Linkes Becken nach vorne, rechtes zurück. Zieh dein Brustbein nach vorne. Atme tief ein. Mit dem Ausatmen den unteren Rücken absinken lassen. Nur ein kleines Stück. Wenn du tiefer gehen kannst, gehst du tiefer. Jetzt schau deine rechte Zehe an. Tief einatmen. Mit dem Ausatmen rechts die Zehen und Ballen Richtung rechtes Schienbein ziehen. Maximal. Was du hier maximal nach oben bringst. Streck hier das Bein noch mehr. Durch das Anheben des Fußes kann ich mein Bein noch mehr strecken. Halte deinen Fuß maximal im rechten Winkel. Rechts. Dann atme tief ein. Mit dem Ausatmen leg deine Zehen und den Ballen ganz weich ab vom Boden und lass jetzt deinen unteren Rücken absinken. So maximal, was du schaffst. Die Zähne berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch ganz weich. Zwei Atemzüge noch bleiben. Streck fest die Beine. Einatmen, Kopf anheben, im Ausatmen Bein beugen. Blöcke weg, Hände am Boden, zurückstellen. Adho Mukha Svanasana. Komm zurück in den Hund nach unten. Auch hier wieder tief einatmen. Im Ausatmen sitzt man auf der Richtung Decke. Einatmen, Kopf anheben, linkes Bein nach vorne. Eine Beinlänge. Blöcke links und rechts, Bein strecken. Rechtes Becken etwas nach vorne, linkes zurück, Brustbein nach vorne ziehen. Tief einatmen, ausatmen, unteren Rücken absinken lassen. Wenn ihr tiefer gehen könnt, macht es. Schau jetzt die linken Zehen an, linken Ballen, atme tief ein, ausatmen, links die Zehen, Ballen nach oben ziehen. Maximal, was du schaffst. Kannst mit der Hand auch einmal kurz mitziehen, streck aber dein Bein, zieh das Kniescheibe maximal nach oben. Dann halte deinen Fuß im rechten Winkel. Also, dass ich wirklich hier versuche, maximal nach oben zu kommen. Dass der Fuß wirklich hier rechtwinklig ist. Und das Bein gestreckt. Arbeite hier an dir. Atme jetzt tief ein. Mit dem Ausatmen leg links die Zehen und Ballen ganz weich am Boden ab. Und lass deinen unteren Rücken maximal jetzt absinken. Die Zähne berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch ganz weich. Einatmen, Kopf anheben, im Ausatmen linkes Bein beugen. Blöcke weg, Hände am Boden, zurücksteigen. Adho Mukha. Die Arme, Beine gestreckt, Kopf in die Verlängerung. Tief ein, ausatmen, Sitzbeinhöcker höher Richtung Decke. Einatmen, Kopf anheben, im Ausatmen nach vorne laufen. Die Füße hüftbreit, die rechte Hand ins Becken, die linke Hand ins Becken. Zieh dein Brustbein maximal nach vorne. Und jetzt einatmen, hochkommen. Ausatmen. Stell dich jetzt mittig auf die Matte. Die Beine gestreckt,
Brustbein angehoben, das Gewicht in die Ferse. Fürs Dreieck aufspringen. Einatmen, beugen, aufspringen. Und jetzt machen wir Parshvottanasana. Die Arme nach unten nehmen. Und jetzt deinen rechten Arm nach oben. Und schau hier, ob du den linken Arm greifen kannst. So. Und jetzt greif mit der linken Hand den rechten Ellenbogen. Also beide Finger, beide Hände halten die Ellenbogen. Und jetzt dreh dich hier rechts ein und links aus. Und schau hier, dass du das Becken ausrichtest. Atme ein, heb dein Brustbein etwas an. Mit dem Ausatmen komm mit geradem Rücken hier Richtung linkes Schienbein. Becken ausgerichtet, Schienbein Richtung, also Stirn Richtung Schienbein rein. Maximal halte hier immer noch die Ellenbogen. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Die Beine gestreckt. Die Schultern so weit nach hinten zusammen, so weit es geht. Einatmen, Kopf anheben, Brustbein nach vorne ziehen, ausatmen. Nochmal tief ein, ausatmen, hochkommen und nach vorne. Dann. Brustbein angehoben. Hier tief ein, ausatmen und die Arme seitlich nach oben. Arme gestreckt. Nochmal tief ein, ausatmen, Arme nach unten. Jetzt nimm deinen linken Arm und komm hier rüber und greif deinen rechten Ohr. Also praktisch so. Und dann greif mit deiner rechten Hand den linken Ellenbogen. Schulter nach hinten zusammenbringen, soweit es möglich ist. Von hier an rechts ein, links ausdehnen. Dass du hier stabil stehen kannst. Bring dein rechtes Becken etwas nach vorne. Atme ein, heb jetzt deinen Kopf an, schau schräg nach oben. Ausatmen, komm mit geradem Rücken ein Stück nach vorne. Dann nochmal einatmen, mit dem Ausatmen jetzt die Stirn Richtung Schienbein nach unten bringen. Versuche hier nicht umzufallen, sondern konzentriere dich auf deine Füße, damit du hier stabil stehen kannst. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Jetzt einatmen, Kopf anheben, Brustbein nach vorne ziehen, ausatmen. Nochmal tief ein. Ausatmen, hochkommen, dann nach vorne drehen, wieder in die Balance kommen, dann hier tief ein, ausatmen, lösen, Arme nach oben, Arme strecken, tief einatmen, ausatmen, zusammenschrecken, beugen und zusammenkommen. Gewicht und die Brustbein angehoben, die Arme gestreckt. Atme hier nochmal. Tief ein. Ausatmen. Spannung lösen. Ich zeige jetzt ganz kurz an der Wand, wie man da in Viparita Karani kommt. Man hat ja zu Hause nicht diese Seile oder eine Wand zur Verfügung. Man hat vielleicht auch mal einen Schrank. Und dass man da auch hineingehen kann, zeige ich jetzt. Wer das schon kann, der kann gleich in die Haltung kommen. Das Polster so hinlegen, dass mindestens eine Block, also locker eine Blockstärke, das Polster von der Wand weg ist. Also so eine Handbreite von Daumen zum kleinen Finger, so eine Breite ist das Polster von der Wand weg. Dann nimm hier, dass du auf der Matte besser zurückrutschen kannst. Deine Decke, mach diese dreimal auf und leg hier deine Decke
auf die Matte. Und jetzt zeige ich das einmal, dass man, wenn man hier seitlich reingeht und sich nach oben dreht, brauche ich hier keine Seile, um in diese Haltung zu kommen. Den Hintern an die Wand, die Schulter nach vorne, schräg nach oben Richtung gegenüberliegende Mattenkante. Diese Hand nach oben bringen, wo ich die Beine praktisch, wenn rechts das Bein oben liegt, meine rechte Hand nach oben. Und ich drehe mich jetzt nur nach oben und habe die Beine an der Wand. Schulterblätter nach unten innen, so bin ich in Viparita herein. Ich zeige das nochmal, also wenn ihr das soweit seid, den Hintern an die Wand bringen, die Schulter nach vorne zum Boden. Dieses Bein, was oben liegt, rechte Seite zum Beispiel, rechte Hand an die Wand. Und jetzt drehe dich nach oben und komm in Viparita herein. Der Po muss nicht ganz an die Wand, wenn das ein bisschen weg ist, kein Problem. Schulterblätter nach unten hin. Die Beine hier angespannt. Atme jetzt tiefer, ruhig in deinen Brustkorb ein. Beim Ausatmen die Bauchdecke absinken lassen. Unterbauch absinken lassen. Und dann den Rest ausatmen. Die Beine dürft ihr jetzt locker lassen. Die Zahnreihen berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Was in dieser Haltung ist auch wichtig, dass das Kinn näher zum Brustbein kommt. Hier wird dein Herz, deine Schilddrüse, Nebenschilddrüse im Blut getränkt. Das Blut läuft aus den Beinen raus und läuft alles Richtung Kopf. Durch diese Haltung, dass das Kinn näher am Brustbein ist, läuft das Blut nicht in den Kopf, sondern staut sich praktisch ab Kinn, Hals, auf und das Herz wird im Blut getränkt. Das ist für das Herz sehr beruhigend. Und ihr sollt alle 5. bis 10. Atemzug tiefer, ruhig in den Brustkorb einatmen, dehne den Brustkorb aus, füll die Lunge. Beim Ausatmen die Bauchdecke absinken lassen, Unterbauch absinken lassen und dann den Rest ausatmen. Wir mobilisieren jetzt die Venen und Venenklappen. Dazu müssen wir die Beine anspannen. Ich verlange nur 20 Sekunden, die Beine maximal anzuspannen. Ich sage das alles an. Aber diese 20 Sekunden gibt jeder sein Bestes. Hier werden die Venenklappen mobilisiert. Man kann gar nichts Besseres machen für diese Venen und Venenklappen, um diese zu trainieren. So, bring die Sprunggelenke in rechten Winkel. Zieh deine Kleinzehballen nach unten. Bring die Beine maximal zusammen. Atme jetzt tief ein. Im Ausatmen jetzt die Beine anspannen. Maximal. Die, die so U-Beine wie ich haben, die drücken die Knie noch mehr zusammen wie ich jetzt, damit wirklich hier das ausgeglichen wird. Spann die Beine noch mehr an. Ein paar Sekunden haben wir. So, jetzt tief einatmen, ausatmen, die Spannung lösen, die Beine locker lassen. Jetzt ein, zwei entspannte Atemzüge ausführen. Und dann beginnen wieder, tiefer, ruhig, in einen Brustkorb einzuatmen, die Lunge zu füllen. Beim Ausatmen die Bauchdecke einsinken lassen, Unterbauch absinken lassen und dann den Rest ausatmen. Dann nochmal tiefer, ruhig einatmen, Brustkorb ausdehnen, Lunge füllen. Beim Ausatmen Bauchdecke absinken lassen, Unterbauch absinken lassen und dann den Rest ausatmen. Und die nächste Sequenz, das Anspannen. Wieder die Sprunggelenke in den rechten Winkel bringen. Die Kleinzehballen ziehen nach unten, die Beine gestreckt. Jetzt atme tief ein,
Im Ausatmen die Beine anspannen, maximal. Und lass dein Becken noch etwas absinken und, wie gesagt, die Beine zusammenbringen. Die, wo so U-Beine haben wie ich, die Knie zusammen, die, wo X-Beine haben, die Füße zusammen. Spann die Beine an, maximal. Becken absinken lassen. Jetzt tief ein, ausatmen, Spannung lösen. Ganz locker lassen. Lass die Augen geschlossen, atme jetzt wieder tiefer, ruhig in den Brustkorb ein. Beim Ausatmen Bauchdecke absinken lassen. Unterbauch absinken lassen. Und dann den Rest ausatmen. Also wer mit Venenklappen Probleme hat, sollte das wirklich täglich eigentlich üben, um wieder da hier einen Fluss hineinzubringen. Einen Durchgang machen wir noch. Noch einmal die Beine strecken, die Fußgelenke im rechten Winkel, die Kleinzehballen ziehen nach unten. Dann atme tief ein. Mit dem Ausatmen spann die Beine maximal an. Knie zusammendrücken, also O-Beine, X-Beine, die Füße zusammendrücken. Aber lass die Beine gestreckt. Zieh die Kniescheiben zum Becken. Lass dein Becken etwas absinken Richtung Polster, dass du tiefer kommst. Zwei Atemzüge noch bleiben. Fest anspannen. Jetzt tief ein. Ausatmen, Spannung lösen. Ganz locker lassen. Mach dein Gesicht ganz weich. Atmen. Tiefer. Ruhig. In deinen Brustkorb ein. Beim Ausatmen Bauchdecke absinken lassen, Unterbauch absinken lassen und dann den Rest ausatmen. Zwei Atemzüge bleiben wir noch. Immer zwischendrin ein, zwei entspannte Atemzüge machen und dann wieder einen tieferen, aber wieder einen tieferen, tiefer. Ruhig in den Brustkorb einatmen, bewusst, Lunge füllen. Beim Ausatmen die Bauchdecke erst einsinken lassen, Unterbauch absinken lassen und dann erst den Rest ausatmen. Wenn du hier das Bedürfnis hast, eine Atempause zu machen, dann mach diese. Ansonsten ganz ruhig und entspannt weiter atmen. Wir gehen jetzt aus dieser Haltung dann heraus und drücken uns zurück und bleiben in Shavasana liegen. Jetzt einatmen, mit dem Ausatmen die Beine beugen, die Füße nach unten ziehen, die Fußflächen an die Wand bringen. Atme hier noch einmal tief ein. Und aus. Und jetzt drück dich langsam von der Wand weg und robbe zurück und bring dein Rumpfkissen unter deine Kniekehlen und versuch hier die Beine zu strecken, die Fersen nach außen abzulegen, die Schulterblätter nach unten innen zu bringen, die Arme ausrollen, die Handflächen nach oben ausspannen. Lass die Beine jetzt ganz locker, die Arme ganz locker und versuch dich jetzt in Shavasana zu entspannen. Zum Entspannen gehört immer auch die Gedanken leeren. Da hilft immer, wenn man mit den Gedanken zu seiner Atmung geht, Atmung etwas beobachtet, bewusst atmet und versuch hier beim Ausatmen deinen Körper, deinen Geist noch mehr zu entspannen, den Geist noch mehr zu leeren. Atme ganz ruhig, fein und gleichmäßig und bleib hier einige Minuten liegen.
Lass deine Augen geschlossen. Beug die Arme und leg die Hände auf deinen Bauch. Stell deine linke und rechte Ferse heran. Roll mit den Fersen das Polster Richtung Wand. Die Füße auf den Boden abgestellt, die Beine gebeugt, die Knie zusammen. Atme hier noch einmal. Tiefer, ruhig in deinen Brustkorb ein. Über deine Bauchdecke aus und dann den Rest ausatmen. Komm auf deine rechte Seite und bleib in einer Embryostellung liegen, die Beine weit angezogen, den Rücken rund gemacht. Dein Kopf liegt auf deinen rechten Oberarm. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle und Bauch ganz weit. Atme auch hier etwas tiefer in den Brustkorb ein. Beim Ausatmen mach dein Gesicht, deine Stirn noch weicher. Dran denken beim Hochkommen, über die Seite hochkommen, Kopf hängen lassen und als letztes deinen Kopf anheben. Stell die linke Hand vor dir auf, atme ein. Beim Ausatmen langsam seitlich hochkommen, Kopf hängen lassen. Aufsetzen, Wirbel für Wirbel aufrollen, als letztes deinen Kopf anheben. Die Hände in Gebetshaltung. Namaste. Namaste ist der Dank vom Lehrer zum Schüler und vom Schüler zum Lehrer und heißt, das Göttliche in mir sieht das Göttliche in dir. Ich hoffe, dass wieder einige mitgemacht haben und dass immer irgendwas rauszieht aus diesen Haltungen und ich möchte, dass ihr weiterkommt in den Haltungen. Vielleicht war eine oder andere Haltung dabei, da wo es wirklich auch spürt, da kann ich noch mehr rausholen oder kann mehr an mir arbeiten. Auf alle Fälle möchte ich euch ans Herz legen, werdet fleißig üben und gebt diesen Link auch an Freunde, Bekannte weiter, damit wirklich die auch was machen können. Momentan ist ja das noch alles frei, zugänglich für jeden. Und ich hoffe, dass euch gut geht und ich hoffe, dass wir uns bald einmal wiedersehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns.